Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von meinem Kanal. Es geht weiter mit der Runaway Teen Challenge. Und wir sind wieder hier mit unserer Amaya. Und ich habe gerade irgendwie gar keine Ahnung, was wir beim letzten Mal gemacht haben. Moment. Okay, anscheinend haben wir einfach nur ein bisschen vor uns hingeduselt, wa? Ich lasse einfach mal spielen. Wir gucken einfach mal, was heute ansteht. Ich habe jetzt nichts Direktes geplant. Es ist hier einfach gerade ein bisschen disgusting, ne? Celeste ist jetzt in der Schule. Und du bist jetzt gleich erstmal eine Hausfrau und putzt ja alles. Okay, die Teller hier hinten interessieren dich nicht, oder? Wie schaut's aus, Cherry? Nein! Ihr habt schon ein Enkelkind. Ich glaube, an dem Punkt... Also ja, ich weiß, dass es Leute gibt, die jüngere Kinder haben, als ihre Enkelkinder sind. Aber ich finde das immer absolut wild. Nein! Sie sind gute Freunde geworden, ja. Herzlichen Glückwunsch. Können wir hier noch alles verkaufen? Wie teuer ist unser Grundstück eigentlich so? 39.000? Nicht schlecht. Das heißt, wenn ich dann tatsächlich noch irgendwie was baue dann für die, kann das schon ein bisschen was an Wert haben. Also mit so 80.000 kann ich dann ja auf jeden Fall arbeiten. Wir haben kein Video mehr. Dann nimm doch mal einen Vlog auf. Weil wir wollen ja nicht wieder unten durch sein, sag ich mal. Wir wollen ja jetzt ein bisschen aufbauen, ne? Okay, diesmal nimmt sie es wenigstens auch vernünftig auf und bricht das nicht immer direkt ab. Das wird gut Klicks machen, das sehe ich euch auch. Hashtag Teen Mom, Hashtag Lifestyle, Hashtag Vlog. Let's go. Und dann kann sie ja ein bisschen streamen, wie sie boxt. Weil das ist ja auch voll ihr Ding. Was zur Hölle? Warum? Also manche Sachen, wenn die dreckig werden, die sehen ja so disgusting aus. Guck mal, sie fühlt sich richtig energiegeladen. Let's go. Also, die ist so krass ripped. Ich kann nicht. Sie hat schon ein paar neue Follower bekommen. 110.000, ist ja schon mal nett, ne? Also so viel habe ich nicht. So, dann kann sie den Stream auch beenden. So, sie hat ein paar Techniken gezeigt quasi. So, und jetzt säuberst du das, Mann. Dann hat sie heute nämlich schon gut gearbeitet. Ich würde sagen, dann kann sie sich auch mal ins Bearbeiten setzen, wenn sie jetzt eh schon so im Flow ist. Und die Schule denkt sich so, naja, sie könnte auch eine 1 haben. Ja, du brauchst erstmal ein bisschen Spaß in den Backen. Erzähl deine Puppengeschichte und dann würde ich sagen, kann sie ja weiterarbeiten. Warum hat sie keinen Bock? Kontrollverlust. Okay, schade. Nein, hör auf, sie beleidigen zu wollen. Cherry! Na gut. Eigentlich dürfen wir ja noch nicht mit Erwachsenen reden, aber diese 6 Tage, also es macht jetzt auch keinen großen Unterschied mehr. Ich sag, wie es ist. Ich nehme das jetzt alles nicht mehr ganz so ernst mit diesen Regeln. Guck mal, vor bevorstehender Hochzeit schwärmen. Das ist ja so eine Sache, ne? Ich meine, die werden ja auch schon davon wissen, dass die heiraten werden. Und seht ihr, ich habe ihr Outfit auch gewechselt, weil ihr Kleid ja irgendwie so komisch geklippt hat. Und das finde ich auch so süß. Dass, also, safe. Würde ich sowas tragen? Level 10 der Kreativitätsfähigkeit. Also, die macht mich auch fertig, ne? Die kann auch alles. Nur noch mental. Dann hat sie einfach alle Kinderfähigkeiten hochgelevelt. Sie kann immer noch nicht Fahrrad fahren, ne? Das hätte ich auch machen können. Habe ich aber jetzt nicht dran gedacht. Sie hat immer noch 34 Tage vor allem. Also, okay. Ich glaube, wir schaffen das mit dem Fahrradfahren dann schon noch in 34 Tagen. Wäre sonst ein bisschen traurig. Aber die ist einfach krass. Aber eigentlich finde ich es auch schön, weil Cherry war jetzt ja vorher auch nicht so begeistert von Amaya. Und die haben sich ja auch irgendwie annähern können auf Dauer. Schon irgendwie cool, ne? Das Projekt ist fertig. Es ist ein ganz klassischer Vulkan. Den verkaufen wir aber. Und dann kannst du gerne noch ein bisschen Fahrradfahren üben. Diesmal im Garten. Mal schauen, ob sie durch den Zaun fährt. Nein, aber durch die Hauswand. Das finde ich sogar noch besser eigentlich. Ja, durch das Fahrrad auch, okay. Der Zaun hat mir Angst gemacht, aber nein, es ist alles andere. Wutbombe. Ja, diese Emotionen übermannen sie zwischendurch schon, ne? Oh mein Gott, ihr Helm ist einfach ein süßer kleiner Marienkäfer. Ich liebe es, auch wenn sie hier gerade stecken bleibt. Amaya geht jetzt auch wütend arbeiten. Naja, Dinge passieren. Dann kannst du dich ja auch nochmal mit Cherry unterhalten, wenn sie jetzt eh schon hier ist. Ich meine, ist sie deine Oma? Genau, stell dich doch am besten direkt in den Regen rein hier. Sag mal, was hast denn du da ins Klo gelegt? Also, ich sag mal so, mir passiert das nicht, wenn ich auf Klo gehe. Okay, Cherry muss jetzt gehen. Aber Celeste kennt das ja eine Weile, auf sich selbst gestellt zu sein, I guess. Und dann kannst du vielleicht nochmal einen Film gucken. Weil, also, es ist jetzt ja noch nicht so spät und das gefällt dir doch bestimmt. Die Zeit noch ein bisschen sinnvoll nutzen, sag ich mal. Dann kann sie ja schon mal schlafen gehen. Amayas back in town. Bitte reparier das und bitte säuber das. Das ist nämlich echt disgusting. Ich weiß, dass dir das keinen Spaß macht. Derjenige, der immer auf Celeste aufgepasst hat, ist tatsächlich gerade gestorben. Ich meine, immerhin kann er uns dann nicht mehr belästigen. Trotzdem ist es natürlich irgendwie wild. Und das ist einen natürlich trotzdem in irgendeiner Form verletzt, wenn der Kindersitter von einem selbst halt von einem geht, ne? Auch wenn man die vielleicht schon
länger keinen Kontakt mehr gehabt haben lassen hat. Irgendwie berührt es einen ja auch, ne? Man hat ja viel Zeit miteinander verbracht. Deswegen lasse ich die Traurigkeit auch. Er war halt erwachsen, Anne. Das heißt, es war jetzt auch ein Unfall letztendlich. Das ist die Fake Cherry, oder? Ja, die hier oben steht, weil, hier ist sie noch lebendig. Ah, hier, guck mal. Hat zum letzten Mal gelacht, Entschuldigung. Das klingt wie ein Threat. Ich kann dieses Wort nicht aussprechen, lass mich. Was, sie gibt sich auch direkt selbst Zuspruch. Die hat die Dusche direkt kaputt gemacht. Also, ja, also alles ganz normal hier. Good night in the night. Warum? Wieso hast du Angst, betrogen zu werden? Die Frau hat auch eine generalisierte Angststörung, ich sag's euch. Ey, die macht mich einfach fertig. Was soll das? Kannst du dann bitte dein Video weiter bearbeiten, Girl? Celeste ist total aufgeregt, ihr Delfin-Poster abzugeben. Zeichnungen, Fotos, lustige Fakten, alles ist vorhanden. Auch die anderen stehen alle um ein anderes Kind mit einem Poster rum, das in silberfarbenen Farben glänzt. Celeste könnte behaupten, sie hätte ihr Poster vergessen und in der Pause daran arbeiten. Nein, nein, wir geben rechtzeitig ab. Ja, Minuspunkte. Achso, nee. Sie gibt es ab und erhält ein mattes Lächeln von der Lehrerin. Eine knallrote 2. Naja, immerhin, wa? Warum ist sie so extrem gestresst gerade? Jeremy nach seinem Tag fragen. Süß. Die Gitarre hat sie einfach in ihrem Inventar. Dann soll sie mal ein bisschen gefühlvoll spielen. Das hilft auch mit ihren Emotionen. Das ist total gefühlvoll. Suddenly Country Girl geworden. Ich würde aber schon gerne das Video heute noch hochladen. Ist ja wie in Real Life bei mir. Okay, jetzt kann sie wütend hier dran arbeiten. Das macht mich manchmal echt fertig. Weiß ich nicht. Vielleicht liegt es an irgendeiner bestimmten Stimmung oder so. So, mach das noch schnell fertig und dann kannst du dahingehend Feierabend machen. So, Celeste ist back. Wir gehen jetzt zu Jeremy. Weil A, müssen wir mal wieder raus aus dem Haus kommen. Und B, möchte sie ja mit Jeremy reden. Also, let's go. Hallö. Celeste geht erstmal. Okay, wild. Nach Tag fragen wollen wir ihn. Jerry macht irgendwo ihre Hausaufgaben. Viel Spaß. Okay, er fand es gar nicht gut. Naja, Dinge passieren, ne? Als ob man hier aus Fenster schauen an. Seit wann geht das? Hä? Ist das so ein Sun-My-Shuno-Ding? Ey, ich bin gerade sehr verwirrt. Ich habe das noch nie gesehen. Was für eine fantastische Aussicht. Hä? Mitkochen, let's go. Okay, sie hassen es. Warum müsst ihr euch immer zwischendurch so hassen, ey? Wie liebevoll Amaya und Jeremy sind sich sowohl als Freunde als auch in der Liebe sehr zugeneigt. Liebende mit einer gesunden Beziehungsdynamik führen häufiger romantische, freundliche oder lustige Sozialinteraktionen aus und liegen einander sehr am Herzen. Also ich meine, all die sind jetzt nicht wirklich gesund. Ich sag, wie es ist, ne? Aber ich finde es trotzdem süß. Vielleicht klappt das dann besser mit denen auch. We will see. Nein, wir sind nicht gemein. Sag mal, dein Vater hat gekocht. Vielleicht kannst du dir ja mal ein Gericht nehmen. Warum haben die schon wieder so viel Minus? Nicht in Ordnung. Sie muss zur Arbeit gehen. Einfach schön. Also, die sind gesund und dann haben sie die ganze Zeit Minus seitdem bekommen. Gesund. Janko, süß. Ja, warum eigentlich nicht? Hallo, ist das nicht das Starterhaus in San Sequoia? Hi. Plan, Sportler in Spind zu sperren. Bitte? Oh mein Gott. Ist mir noch nie so bewusst gewesen, dass das Dinge sind, die funktionieren. Unmögliches Rätsel auftragen finde ich auch gut. Ach, sie sind gute Freunde geworden. Süß. Er geht jetzt mal Fernsehen. Nein, immer will sie Chaos machen. Freunde fürs Leben werden. Ja, süß. Dann könnt ihr ja noch mal ein bisschen zusammen spielen. Aber ich finde dieses Fantasieabenteuer, das geht immer so schnell irgendwie. Und das funktioniert auch nicht so richtig, leider. Aber an sich finde ich süß. Ich glaube, wir sollten langsam mal nach Hause gehen. Diese Frau hat nie Spaß. Musik! Das Heilmittel gegen alles, Leute. Oh Gott, warum musst du so dringend Pipi? Sie hat sich von sich aus ein Buch genommen. Löblich. Ja, es war ja ein langer Ausflug mit dem Buch. Och, jetzt macht sie auch noch selber das mit dem Garten hier. Was ist denn mit dir? Wie kann man so ein süßes Kind sein? So, mach erstmal alles fertig. Gartenarbeit bereitet dir Spaß, also. Eigentlich ist das ganz gut, dass das hier alles gerade viel Arbeit braucht. Die Schule veranstaltet einen Rechtschreibwettbewerb und Celeste hat es in die letzte Runde geschafft. Dieses Mal hat sie das Wort, das sie buchstabieren soll, noch nie gehört. Celeste sieht sich im Klassenzimmer um und erblickt, wie die Streberin der Klasse einen Zettel mit einem Wort hochhält. Soll sie die Hilfe annehmen oder einfach raten? Ich würde das Beste geben. Ich glaube, sie würde nicht betrügen. Ah, oh, und wir haben noch ein Video-Dings, was wir hier extra bezahlt bekommen. Nice. Celeste ist die überraschende Siegerin. Supi! Liebestipp-Vlog. Let's go. Vorm Liebestag auch noch. Das ist irgendwie sehr passend. Oh, und sie hat an einem Wissenschaftsexperiment ein bisschen Chaos verursacht. Und die glauben, dass das extra war. Eine ganz normale schulische Strafe sollte in Ordnung sein. Sie so, oh mein Gott, ich bin so horny. Im Video einfach.
Stell dir das mal vor, ich würde das machen, Alter. Das wäre so wild. Das wäre aber auch nicht authentisch. Ich sag, wie es ist. Level 7 der Charisma-Fähigkeit. Also in dem Ding stand, dass die das Editing übernehmen. Also können wir das ja einfach direkt dann hier so hochknallen. Man weiß es zwar ja als Teenager auch oft eigentlich nicht besser, aber man macht ja dann trotzdem oft so. Also ich meine, gerade früher ist es ja oft gewesen, dass so Teenager so Tipps für eine Beziehung, bla bla bla, Videos gemacht haben, was so gar keinen Sinn ergeben hat, weil diese Leute offensichtlich kaum Erfahrung mit Beziehungen haben. Aber für so ein Product Placement quasi macht es ja dann irgendwie auch Sinn, ne? Dass sie dann sagt, okay, dann machen wir es so. Bro, wieso habe ich eigentlich einen blauen Fleck auf meiner Hand? Was ist das? So, Hashtag Relationship, Hashtag Healthy, Hashtag Goals. Und hochladen. Dann kann sie noch auf Kommentare antworten. Das ist wichtig. Einfach spitzi. Super. Das hat gut funktioniert. Dann würde ich sie einfach mal ein bisschen joggen lassen. Macht Sport dir nicht normalerweise Spaß? Anscheinend nicht. Hä? Kennen wir Turner? Sie ist Einserschülerin. Sag mal, was ist denn mit dir? Turner Björksen. Ich glaube, wir haben schon mal mit dir geredet, aber ich glaube, ich habe dich noch nicht umgestylt. So, Multiplayer-Spiel. Dann spielen wir natürlich My Sim Racing. Warum ist Elaine hier? Oh, sie ist hier am Joggen. Ja, wie die Mutter, so die Tochter, ne? Das ist süß. Road Rival Alpha spielen. Ich sehe sie gar nicht als Videospielmaus, aber okay. Sie mag ja kochen, deswegen vielleicht machen wir einfach hier irgendwas. Kokette Herzkekse, süß eigentlich. Dann können wir die alle schnabulieren. Warum hörst du auf? Wo ist Turner? Hello? Ich glaube dir nicht, dass keiner mit dir spielen will. Weil sie hat ja einige Freunde. Hä, frag einfach andere Kinder, ob du mitmachen darfst. Weil ich meine, sie hat halt Janko und sie hat Alia. Und mit Turner scheint sie sich ja auch ganz gut zu verstehen. Also, irgendwer wird sie ja wohl mitspielen lassen. Hier, die können ja zusammenspielen. Warum ist hier jetzt so eine Riesenfliege? Sag mal, es reicht. Lecky Keks. Ihr seid mal ein bisschen lustig miteinander. Bananenwitz. Das ist der lustigste von allen. Okay, Turner muss leider gehen. Hallo. Mizuki Girl. What up in the club? Die neue Frisur ist so süß. Ein Witz über ekliges Essen machen? Look at you. Sie mag Witze, natürlich. Über Bruchrechnungen reden, ja, da freut die sich bestimmt. Liebkosen, oh. Wenn die Haare nicht so klippen würden, wäre das richtig süß. Oh. Sie ist so stolz auf sie, oder? Das finde ich toll. Oh, warum glitscht das jetzt weg? Das war so ein Moment. Aber guck mal, wie gut die schon befreundet sind. Das ist so süß. Amaya hat einen Urlaubstag verdient. Was denn da los? So, und du kannst mit deiner Mutter reden. Ach, sie umarmen sich ja sogar. Ich bin noch nicht bereit für sowas. Nach Liebesleben fragen. Naja, ne? Ich meine, sie hatten jetzt lange keinen Kontakt. Vielleicht ist es schlau, mal darüber zu reden, ob das hier klappt. Und die fühlen sich gerade gut miteinander. Ja! Über Kochen reden fand ich jetzt auch gerade ganz cool. Ala, hey, das ist jetzt voll mein Ding geworden. Oh, es ist so schön. Ich kann aber nicht, Leute. Über Heizkosten beschweren? Ja, da sehe ich euch. So viel Geld habe ich jetzt auch noch nicht. Dann sagt sie so, Mom, du siehst echt cool aus mit deinen neuen Haaren. Mega, mega schön. Es wird langsam. Ich glaube, Elaine ist noch der härtere Brocken. Aber ich glaube, auf Dauer kriegen wir das schon hin. Oh, heute ist Liebestag. Ich glaube, da ist jemand nicht so begeistert von. Ich würde den Part aber an der Stelle auch schon beenden. Aber ich bin extrem müde, leider. Das werden wir jetzt wahrscheinlich in nächster Zeit häufiger haben. Aber wir werden es überleben. Es ist ja trotzdem einiges passiert. Hier jetzt gleich in der Endcard werde ich euch noch das Gender-Swap-Video verlinken. Normalerweise bin ich ja jetzt nicht so der Typ, der jetzt das hier immer dann so ankündigt, was hier verlinkt ist oder so. Aber Amaya war da die Hauptrolle. Deswegen ist das vielleicht auch interessant für die Leute, die an diesem Let's Play interessiert sind. Ansonsten wie immer, wenn ihr irgendwelche Ideen für dieses Let's Play habt, ab in die Kommentare damit. Beim letzten Mal haben wir ja schon ein paar sehr coole Ideen aufgreifen können. Und ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin und tschüss!